Gespräch SRF 1. Seit 3 Jahren leben die 12-jährige Niros und ihre Familie in einem Flüchtlingslager. Ich heiße Niros al-Assad und komme aus Hasaka in Syrien. In Syrien war mein Zuhause. Dort hatte ich meine Freunde. Die vermisse ich am meisten. Und die Schule. Aber eigentlich vermisse ich alles. Das Flüchtlingslager Domis liegt in der autonomen Provinz Kurdistan in Irak. Rund 40.000 Menschen leben mittlerweile hier. Die meisten stammen aus dem Nordosten Syriens, aus Kamischli und Hasaka. Niros Vater ist seit seiner Geburt behindert und praktisch taub. Als wir 2012 kamen, waren noch nicht so viele Flüchtlinge hier. Und Kurdistan hat uns sehr geholfen. Aber seit dem Vormarsch des sogenannten Islamischen Staates gibt es hier auch sehr viele intern Vertriebene aus anderen Teilen des Iraks. Die Leute versuchen uns zu helfen, aber es reicht einfach nicht. Zu Hause in Syrien betrieb Niros Vater einen kleinen Laden. Und ihre Mutter kümmerte sich um den Haushalt und die Kinder. Doch jetzt im Lager ist alles anders. Die Eltern haben kaum Arbeit, dafür viel Stress. Die Kinder haben hier nur wenig von ihrem früheren Leben. In der psychologischen Beratung des Gesundheitszentrums von Médecins Sans Frontières und der Glückskette können sie über alle Sorgen reden. Rollenspiele und Gespräche helfen den Kindern, ihre Lage zu verstehen und vielleicht zu verarbeiten. Eine kindgerechte Oase im riesigen Flüchtlingslager. Wer nicht sprechen will, darf einfach zeichnen. Und so die traumatischen Umstände für eine Weile vergessen. Für die Kinder, die seit 3 Jahren keine Schule mehr besuchen können, bieten die Stunden mit der Psychologin außerdem eine Struktur im eintönigen Flüchtlingsleben. Die Psychologinnen und Ärzte des Gesundheitszentrums sind selber Flüchtlinge aus Syrien. Ich bin überzeugt, dass die Sonne wieder aufgehen wird und wir einmal nach Syrien zurückkehren können. Aber in der Zwischenzeit müssen die Kinder weiterleben. Wir versuchen ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen. Und wir schauen, dass sie gemeinsam Dinge unternehmen, Freunde finden. Wir möchten einfach helfen, ihr Leben hier im Lager zu verbessern. Hier können auch Flüchtlingskinder einfach nur Kinder sein. Wenn ich zeichne, kommen alle meine Gedanken und Gefühle zum Ausdruck. Das Gesundheitszentrum von Médecins Sans Frontières wird unterstützt von der Glückskette.